heiße euch alle recht herzlich willkommen heute Abend. Es freut mich, dass ihr so viele gekommen seid. Das ist tatsächlich ein neuer Rekord. Wir haben heute einen Doppel-Themenabend mit dem Philipp Wehrli und mit mir. Philipp, kannst du gerade schon dafür kommen? Sehen dich alle. Voilà. Philipp Wehrli und mir. Er macht zum Thema Entstehung vom Leben. Und ich habe das Thema angenommen. Der John Lennox mit seinem Buch «Hat die Wissenschaft Gott begraben?» Und ich kann vielleicht die Antwort vorwegnehmen, ja, die Wissenschaft hat Gott begraben. Ja, ich fange gerade mal an mit dem John Lennox. Er ist ein emeritierter Professor für Mathematik an der Universität Oxford und hat sich mit dem Verhältnis, besonders befasst mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Religion. Er ist ein Vertreter vom sogenannten also vom unwissenschaftlichen sogenannten Intelligent Design Kreationismus. Bekannt ist er aus den Diskussionen mit dem Richard Dawkins und er ist eben der Autor von dem Buch «Hat die Wissenschaft Gott begraben?» Eine kritische Analyse moderner Denkvoraussetzungen aus dem evangelisch-missionarischen Verlag Institut für Glaube und Wissenschaft. Und mein Ziel ist jetzt, in der nächsten, so circa eine halbe Stunde, je nachdem, wie lange ich brauche, das Buch zu widerlegen. Warum ausgerechnet das Buch? Nach einer langen Diskussion mit Schülern aus einer christlichen Schule aus Winterthur über Wert und vor allem über Evolution hat mir ihre Lehrer, der heute auch da zu Gast ist und sicher auch noch mitdiskutiert am Schluss, das Buch geschenkt. Und zwar auch mit der Argumentation, dass eben da ein Wissenschaftler, ein Professor, Glauben und Wissenschaft für vereinbar halten. Darum fange ich jetzt auch gerade mit dem Renommee vom Autor an. Normalerweise beurteile ich bei einem Buch nur den Inhalt und nicht der, der es geschrieben hat. In diesem Fall ist das aber eine begründete Ausnahme aus zwei Gründen. Zum einen ist eben das Renommee von dem Wissenschaftler ist ein Grund gewesen, dass mir das Buch empfohlen worden ist. Und zum anderen tut er selber quasi um seine Position zu stärken, auch die ganze Zeit irgendwelche anderen Leute zitieren, was sie gesagt haben. Dass das halbe Buch besteht aus Aufrufungen von vermeintlich wissenschaftlichen Autoritäten. Zuerst muss ich anmerken, dass der John Lennox zwar als Mathematiker ein Wissenschaftler ist, aber natürlich kein Naturwissenschaftler. Mathematik hat in der Wissenschaft nebst der Logik eine Sonderstellung, weil nur die beiden Gebiete geschlossene Beweisführungen zulassen. Das heisst, sie ist Grundlage der Methoden der Wissenschaft, aber selber eigentlich eher in der Geisteswissenschaft anzusiedeln. Es ist etwas unterschiedlich bei uns, ob es eher zu den Naturwissenschaften im englischsprachigen Raum eher zu den Geisteswissenschaften. Aber eben, das ist so wirklich etwas Spezielles. Also, wegen dem, oder nicht nur wegen dem, aber grundsätzlich hat er natürlich mit dem Mathematikstudium kein Wissen angeeignet über Physik oder Biologie. Also, wenn er über Evolution oder den Ursprung vom Universum schreibt, dann macht er das als interessierter Laie mit einem Hochschulabschluss, also eigentlich genauso wie ich. Obwohl er sowohl in seinem Wikipedia-Artikel wie auch auf seiner Homepage definiert sich der John Lennox nicht über seine wissenschaftlichen Arbeiten, sondern über seine Auseinandersetzung mit dem Richard Dawkins und mit seinem christlichen Glauben. Die Wikipedia liefert nur gerade zwei wissenschaftliche Arbeiten, die er als Mitautor gewirkt hat. Eine 1987, eine 2004 und das ist eigentlich für einen Universitätsprofessor nicht eine wahnsinnig grosse Leistung, finde ich jetzt. Also Fazit, er hat eigentlich keine besondere Qualifikation in diesem Bereich, den er darüber schreibt. Seine Bekanntheit basiert nicht auf seiner Leistung, sondern auf seiner Auseinandersetzung mit dem Richard Dawkins. Soweit ich über Internetrecherchen herausgefunden habe. Jetzt zu den Argumenten im Buch. Für mich war das Buch extrem mühsam zum Lesen. Und zwar nicht, weil es schwer zu verstehen wäre, sondern im Gegenteil. Es ist extrem langfertig, repetitiv und sehr seicht. Die gleichen Argumente werden in leicht abgewandelter Form immer wieder vortragen. Es gibt kaum echte Argumente, sondern eigentlich mehr Appell an Gefühl und Berufung auf vermeintliche Autoritäten und seitenlange Abhandlungen darüber, wer was wann gesagt hat und geglaubt hat.
Ich versuche jetzt mal da die Argumente, die ich daraus extrahiert habe, die meiner Ansicht nach wichtigsten zusammenzufassen und zu überlegen. Der erste Punkt sind die Autoritäten. Also wenn man sich auf Autoritäten beruft, das macht er zum Beispiel auf Seite 27, dann sollte sich die Autorität in dem Gebiet, wo man sich darauf beruft, auch besonders durch Leistungen und Kompetenz auszeichnet haben. Sogar ein hervorragender Wirtschaftswissenschaftler mit einem Nobelpreis ist wegen dem lange kein Experte für Medizin. Noch weniger ein mittelmäßiger Mathe-Professor im Ursprung vom Leben. Das willkürliche Zitieren von historischen Persönlichkeiten ist in diesem Kontext ziemlich unsinnig, weil sie sind in einer anderen Zeit gelebt, mit einem ganz anderen Umfang. Es ist kein Wunder, dass ein Wissenschaftler vor 400 Jahren an Gott geglaubt hat, zu einer Zeit, wo es den Darwin gar noch nicht gegeben hat und wo Ketzer nach dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Außerdem sind die Ansichten von einem Experten, der nur schon vor 100 Jahren gelebt hat, in seinem Gebiet gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Also eigentlich jeder, der heute das gleiche Fach studiert hat, hat basiert auf der Arbeit, die der andere schon geliefert hat und hat von dem her schon viel mehr Wissen als damals einer, der bei der Westen war. Schon das Vorwort ist voll von Zitat. Wer hat wann was gesagt? Und damit unterscheidet sich das Buch auch sehr stark von einem wissenschaftlichen Buch, das ich zum Vergleich auch noch mitgebracht habe, zum gleichen Thema. Ist von einem Biologen, befasst sich darum nicht mit dem Ursprung vom Universum, sondern nur mit dem Ursprung vom Leben auf der Erde. Ich denke, das Buch ist leider vergriffen. Das ist das, was ich einmal gelesen habe in seiner Zeit, wo mich das Thema interessiert hat. Darum kann ich es auch sehr empfehlen. Es hat die Punkte behandelt, die mich interessiert haben. Insbesondere zum Beispiel die erste Zelle. Aber ich glaube, man kann da relativ beliebiges aktuelles Buch nehmen. Und die sind, wenn es von einem halbwegs bekannten Biologen geschrieben sind die wahrscheinlich kaum schlecht. Es ist ja in der Wissenschaft nicht so, dass es verschiedene Ströme von Wissenschaft gibt, sondern es ist eigentlich keine Wissenschaft. Was auch sehr von Religion unterscheidet. Und ich müsste sagen, zu jeder Kinder, dass man jetzt das Buch muss nehmen. Gut. Ja, eben, und darum, es ist eigentlich völlig irrelevant, was der Galilei gedacht hat oder geglaubt hat. Es ist völlig irrelevant, ob Naturwissenschaften aus dem Monotheismus rausgegangen sind. Und genauso wie es irrelevant ist, dass Chemie aus der Alchemie rausgegangen ist. Aber trotzdem hat die Wissenschaft halt mit der Erklärung von unserem Dasein und der Schaffung von menschlicher Erkenntnis hat sie die Religion vollständig abgelöst. Sie hat den Glauben durch Wissen ersetzt. Und von dem her sind die ganzen Abhandlungen seitenlang darüber, ob jetzt der Monotheismus der Ursprung von der Religion war, ist eigentlich für die Füchse. Es bringt in seiner Argumentation gar nichts. Ja, eben, er tut gerne ausschweifend alle möglichen Bekannten und Unbekannten, möchte gerne Wissenschaftler zitieren, die seiner Meinung nach seine Position unterstützen. Wenn ihm dann aber eine Autorität nicht passt, dann greift Lennox gerne mal seine Position an und wertet mit einem fiesen Nebensatz ab. Zum Beispiel habe ich gefunden im Kapitel 5, Seite 121, der Paläontologe Stephen J. Good, Martialist aus philosophischer Überzeugung, vertritt das. Einmal voll unter Gürtellinien, oder? Mit so einem Nebensatz tut man natürlich den anderen abwerten, oder? Das ist mit dem unterstellt er quasi, dass er irgendwie ein indoktrinierter Dogmatist ist. Und das ist ein Argumentum ad hominem, also ein Argument, das auf Persönlichkeit zielt und nicht auf die Sachen, die jemand sagt. Und mit so einer Einleitung ist das, was die Person nachher sagt, ja nicht mehr so wichtig. Das kommt gar nicht mehr so an. Und er braucht im ganzen Buch jetzt überall so rhetorische Tricks in dieser Art. Es ist wirklich extrem mühsam. Ich bin fast verzweifelt. Ja, als ich die Ziele da fertig geschrieben habe, habe ich zum Vergleich einmal von Richard Dawkins im Gotteswahn schauen, ob er auch so einen mühsamen Schreibstil hatte. Und habe aufgeschlagen. Und zufälligerweise, genau auf der Seite, die ich aufgeschlagen habe, habe ich die gleiche Statistik gesehen, wie viel Prozent der Wissenschaftler das angeblich gläubig sind im Lennox. Und offensichtlich hat sich schon der Richard Dawkins mit dem Thema befasst. Und zwar im Kapitel 1 und im Unterkapitel das Argument der bewunderten religiösen Wissenschaftler. Er hat sogar ein eigenes Kapitel gemacht. Er hat eigentlich dort alles, was der Lennox da vorbringt, schon wieder leid. Und der Lennox ist nachher geschrieben worden, es wäre eigentlich noch gut gewesen, hätte ich das berücksichtigt. Ja, es ist halt etwas, was ich immer wieder beobachte. Wenn man diskutiert mit Leuten, die einen starken Glauben haben und den Glauben haben, verteidigen. Man sagt etwas, man widerlegt etwas und dann kommt das gleiche Argument nochmal.
Oder dann geht die Diskussion immer weiter und drei Tage später kommt das gleiche Argument nochmal. Es wird einfach, für mich gibt es keine Entwicklung in einer solchen Diskussion. Das wäre mir noch wichtig, vielleicht bringen wir das irgendwann einmal her, dass eine Diskussion auch einen Fortschritt macht und nicht die Argumente immer wiederholt werden. Dann Definition von Gott, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir Randnotizen gemacht. Da, seht ihr es da vielleicht? Und die erste Randnotiz, die ich mir gemacht habe, war Definition von Gott, Gottes Vorstellung aus dem Nichts. Und damit habe ich gemeint, dass der Lennox plötzlich den Begriff Gottes im Hut zaubert. Ohne, dass er überhaupt jemals definiert hat, was er genau damit meint. Was ist der Gott? Woher kommt er? Warum existiert er? Und was sind dann genau seine Eigenschaften? Kann Gott denken? Wenn ja, wie? Und vor allem, mit was kann Gott denken? Hat dann Gott ein Hirn? Und aus was ist ein Gott sein Hirn? Aus welcher Evolution ist ein Gott sein Hirn entstanden? Oder wer hat ein Gott sein Hirn geschaffen? Ja, und dann, was war voran? Entschuldigung. Mach eine kleine Pause. Entschuldigung, hä? Ja, ja, nein, ich kann das nachher noch im Video ausschneiden. Im Grünen, die Grünen, die das Kohle. Das Kabinett? Das und das Kohle? Das Kohle, Und wenn Gott, was war vor Gott gewesen? Und warum sollte Gott ewig sein? Und wenn Gott, das unbekannte Zauberwesen, ewig kann sein, wieso kann er auch etwas Einfacheres ewig sein, etwas, was wir kennen, etwas Bekanntes? Zum Beispiel das Entstehen und Vergehen von einem Universum. Das ist ja etwas, was man schon beobachtet. Und Gott hat noch niemand beobachtet. Auf all die wichtigen und grundlegenden Fragen habe ich nie befriedigende Antwort bekommen. Zwar nicht nur beim Lennox nicht, sondern wirklich noch nie. Man tut den Gott halt nicht gerne definieren. Man hebt den Begriff lieber ein bisschen schwammig, so ein bisschen im Numinosen. Das hat nämlich zwei grosse Vorteile. Erstens kann sich jeder unter Gott vorstellen, was auch immer das er will. Also der christliche Gott hat sicher nichts zu tun mit einem Schöpfergott, den er definiert. Weil der christliche Gott ist sehr viel konkreter in seinen Eigenschaften definiert. Aber trotzdem glauben die Leute, glaube ich, das Gleiche. Dann. Man kann das Gleiche glauben in unterschiedlichen Ansichten sein. Und zweitens, jede konkrete Definition führt natürlich dann irgendwann zu überprüfbaren Aussagen. Und sobald man eine überprüfbare Aussage hat, kann man sie auch widerlegen. Aber Gott ist so designt von den Menschen, dass er eben möglichst nicht widerlegbar ist. Das Einzige, was man in diesem Buch so zwischen den Zielen findet, wenn man es genau anschaut, ist, Gott ist ein intelligenter Designer, Schöpfer vom Universum und er ist schon immer da gewesen. Viel Konkretes ist mir nicht aufgefallen. Und damit ist natürlich rein gar nicht gesagt, der Begriff Gott ist wertloser Humbug. Ist einfach nur eine Verwirrung für schwache Geister. Komplexität von Gott. Erst im Kapitel 11 kommt ein ganz wichtiges Thema. Die Einführung von Gott macht die Theorie extrem kompliziert. Aber im Kapitel zur Komplexität Gottes beweist er nur, dass er das Problem nicht verstanden hat. Weil er vergleicht Komplexität von Gott mit der Komplexität zum Beispiel von der Vieluniversen, oder also der Multiversumstheorie. Aber nur weil ein bekanntes Universum jetzt plötzlich zweimal da ist, oder dreimal da ist, oder einmal da ist, hat es immer noch die gleiche Komplexität. Wenn ich einen Stein sehe, einen einfachen Stein, dann braucht er eine hochkomplexe Theorie. Man muss erklären, was der Stein ist, woher kommt er, wie ist der Stein entstanden. Für das muss man zurückgehen bis zum Urknall. Man muss eine Idee haben, was ist Materie, was ist Zeit, was ist Raum. Das ist also ein einfacher Stein ist schon eine hochkomplexe Sache. Aber wie viel Komplexität kommt jetzt dazu, wenn ich statt einem Stein zwei Steine habe? Was meint ihr? Idee? Ist es dann doppelt so komplex? Nein,
Es ist genau gleich komplex. Weil der zweite Stein hat ja die genau gleiche Theorie. Die Theorie wird nicht verdoppelt. Sie wird vielleicht noch ganz leicht ergänzt, dass irgendwie zwei oder mehr Instanzen von Geld davon. Das heisst, wenn ich das Universum kann beschreiben kann und jetzt finde ich heraus, dass es möglicherweise mehr als ein Universum gegeben hat, ist wegen dieser Theorie nicht wesentlich komplexer. Hingegen, wenn ich etwas völlig Unbekanntes, was es noch nicht gegeben hat, im ganzen Universum habe ich noch keinen Gott gesehen. Wenn es etwas völlig, dann muss es außerhalb vom Universum sein. Wenn es etwas völlig Neues einführt, dann ist das wieder etwas ganz neues, ganz komplexes Objekt, wo man zuerst die Eigenschaften definieren. Die, die ich vorher gelernt habe, oder? Woher kommt Gott? Was sind seine Eigenschaften? Was kann er nicht? Muss er schnaufen? Alles so Sachen, oder? Wenn er mit Menschen gemacht sind, hat er dann Hände und Füße, zum Beispiel. Ja. Darum wäre es eigentlich sehr viel naheliegender anzunehmen, dass es eben auch, also, dass es mehrere Universen gegeben hat, wo vielleicht jetzt uns genau gerade passt, ist sehr viel naheliegender als anzunehmen, dass irgendein Gott alles um uns geschaffen hat. Aber der Vergleich, den er noch bringt, hat eben noch mehr Fehler. Es ist immer noch nur leeres Geschwätz, weil nicht aus der Welt geschafft ist die Tatsache, dass mit Gott etwas postuliert hat, was er nie gesehen hat. Es gibt kein bekanntes Konzept, das man sich darauf beziehen kann. Aber wenn man etwas erklärt, dann tut man das Unbekannte auf etwas Bekanntes zurückführen. Und nicht das Unbekannte auf etwas Unbekanntes. Aber das ist genau das, was da passiert. Und ist die Erklärung nicht wert. Nein, nicht. Das stimmt. Nein, stimmt. Und dann kommt noch dazu, ein Gott, was ist das? Ein Gott soll intelligent sein. Er soll können denken. Wir kennen zum Vergleich nur die menschliche Intelligenz. Aber die menschliche Intelligenz ist das Resultat von Milliarden von Jahren von Evolution. Woher hat also ein Gott seine Intelligenz? Gibt es eine göttliche Evolution? Ist er auch aus irgendeiner Evolution entstanden? Also man will sich das Universum erklären und setzt für das einfach irgendein Intelligenzwesen voraus, das schon immer so da war. Aber dafür braucht es genau die hochkomplexe Erklärung. Das Gottwesen muss begründen, das muss untersuchen, das muss erklärt werden. Intelligenz an und für sich ist schon eine hochkomplexe Sache. Viel komplexer und behaupten, dass es einen intelligenten Gott gibt, ist noch viel komplexer als die Komplexität des ganzen bekannten Universums. Inklusive aller möglichen Universen. Meiner Meinung nach ist das Multiversum eine sehr naheliegende, auf bekanntem Aufbau die einfache Theorie. An Gott ist ein höchkomplexes Ding, das per Postulat eigentlich nicht einmal untersucht werden kann. Man definiert ihn ja als nicht untersuchbar oder nicht hinterfragbar. Und wenn ich jetzt sage, meiner Meinung nach, also nicht, dass ich das Multiversum glaube, ich sage nur, das ist eine mögliche Erklärung, die halbwegs plausibel tut. An und für sich kann es mir auch gleich sein. Ich kann damit leben, das muss ich nicht einfach nicht wissen. Und das ist der andere Punkt, oder? Wenn wir etwas nicht wissen, dann sollten wir zugeben, dass wir es nicht wissen. Und nicht einfach Erklärungen erfinden. Klar gibt es mögliche Erklärungen, man kann Hypothesen aufstellen. Aber dann muss man wissenschaftliche Kriterien anwenden, um die Hypothesen gegeneinander abwägen. Man muss untersuchen, welche Hypothesen trifft jetzt zu und welche nicht. Wer hat Gott erschaffen? Diese Frage stellt Lennox, aber auch erst im Kapitel 11. Und dann zeigt der Kaiser Lennox, dass er keine Kleider anhat. Er entlarvt sich selber mit der Aussage. Wer schuf Gott? Schon diese Frage zeigt, dass derjenige, der sich stellt, einen erschaffenen Gott im Sinn hat. Aha! Wenn man also nach dem Schöpfer von Gott fragt, dann ist man voreingenommen. Aber wenn man nach einem Schöpfer vom Universum fragt, dann nicht. Glaubt er wirklich, wenn ihm jemand den Spiegel vorhebt und das Gleiche macht wie er, dann ist es nicht das Gleiche. Und auch da ist das Einzige, was Lennox dazu einfällt, die bekannte Plattitüde, Gott ist ewig. Was eigentlich rein gar nichts erklärt und alle Fragen offen lässt. Man kann redlicherweise nicht einen intelligenten Gott postulieren, ohne müssen zu erklären, woher das er kommt, warum das denn gibt. Warum ist er ewig? Warum existiert er überhaupt? Und vor allem, woher hat er seine Intelligenz? Wir wissen nicht, ob es einen Gott gibt. Und wir wissen auch nicht, was ein Gott genau sein soll. Auf der anderen Seite wissen wir sehr genau, dass es Naturgesetze gibt. Und viele davon haben wir schon verstanden. Also statt auf einen unbekannten, intelligenten
Gott, unendlichen, intelligenten Gott zu postulieren, ist es doch viel naheliegend anzunehmen, dass etwas anderes unendlich ist. Zum Beispiel, dass mindestens einige von unseren Naturgesetzen in irgendeiner Form unendlich sind. Und damit wäre natürlich das Potenzial, dass ein Universum entstehen kann, unendlich. Die Wissenschaft kann Religion nicht ersetzen. Das ist auch eine Aussage aus einem Kapitel der Schrift. Und zwar als Antwort zu einer Aussage, die er zitiert von Peter Atkins. Und er redet im Zusammenhang mit einem Vergleich zwischen Wissenschaft und Religion. Dort hat er geschrieben, Vergleich Wissenschaft und Religion. Naturwissenschaft zeigt die höchste Freude vom Intellekt und sollte darum als im Intellekt sein König anerkannt werden. Dann schreibt er Lennox. Auch wenn Naturwissenschaft eine wirkliche Freude ist sie tatsächlich die höchste Freude des Intellekts. Haben Musik, Kunst, Literatur, Liebe und Wahrheit mit dem Intellekt zu tun. Ich kann die zunehmende Welle des Protests aus der Geisteswissenschaft bereits hören. Und das zeigt dann wieder einmal, wie blöd dass die Polemik vom Buch ist. Weil von einem Argument kann ich da schon gar nicht mehr reden. Das ist reine Effekthascherei. Tatsächlich sieht man im Kontext, dass Peter Atkins um den Vergleich zwischen Naturwissenschaft und Religion gegangen ist. Es geht nicht um Geisteswissenschaft. Das ist da nicht das Thema. Dann Musik, Kunst, Literatur und Kultur. Die sind nicht von der Religion abhängig. Klar gibt es religiöse Kunst, aber es gibt auch Kunst ohne Religion. Außerdem sind Kunst und auch die Liebe sind emotional, nicht intellektuell. Also die Wahrheit und Wahrheit, die er einen nennt, gibt es sowieso nur aus den wissenschaftlichen Methoden. Wie viele von den anderen Zitaten sind auch dann so aus dem Zusammenhang angerissen? Bei denen, die er von Einstein bringt, weiss es, weil da habe ich mal das Buch Albert Einstein mein Weltbild gelesen. Darum weiss ich, der Einstein hat nicht an einen Gott glaubt und die Vorstellung von einem persönlichen Gott hat er sogar an einer Stelle explizit abgelehnt. Seine berührte Aussage, die immer wieder zitiert wird in diesen Büchern, Gott würfelt nicht, in dieser Aussage ist Gott eine Allegorie. Fakt ist, Naturwissenschaft steht nicht allein da, sie wird sekundiert von den Geisteswissenschaften, wo sich in allen Fakten der Naturwissenschaft natürlich unterordnen und ihre Methode. Und die Wissenschaft wird begleitet von der Kultur. Und das zusammen ersetzt nicht nur locker die Religion, es bietet vieles, was die Religion nicht hat. Zum Beispiel neue Erkenntnisse und Zugang zu Wissen. Die Wissenschaft in ihrer Gesamtheit ist auch zuständig, um die elementaren kindlichen Fragen zu verstehen. Wo unterstellt wird im Buch, dass man die eben nicht erklären kann. Wie zum Beispiel, wie hat alles angefangen? Das ist ausschließlich eine Frage von der Physik. Für was sind wir da? Was ist Sache von der Philosophie? Was ist der Sinn vom Leben? Das ist ebenfalls Sache von der Philosophie. Man darf eben die Wissenschaft nicht auf Naturwissenschaften begrenzen, wenn man solche Fragen stellt. Da kommt Philosophie und Kunst, könnte man da vielleicht dann anführen, kommt dazu. Wissenschaft und Religion ergänzen sich, ist so eine Aussage. Der Lennox unterstellt im Kapitel 2, die Wissenschaft hebe Grenzen und die Religion sei für Sehnsitz zuständig. Die Religion sind für jenseits von diesen Grenzen zuständig. Diese Behauptung ist unsachlich, es ist völlig willkürlich und sie ist falsch. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Alles, was auf irgendeine Art und Weise mit unserer Welt interagiert, was irgendeinen Einfluss hat auf uns, egal was, das kann man mit wissenschaftlichen Methoden erforschen. Sogar wenn es Geister gibt, könnte man den Spuck wissenschaftlich anweisen, weil der Spuck ist eine Wirkung in unserer Welt. Wissenschaftliche Theorien können sogar Aussagen darüber machen, ob es außerhalb von unserem Universum eine andere Universen gibt. Und zwar, obwohl wir keinen Zugang haben dazu. Und wir können auch erforschen, wie das Universum war, bevor es Menschen gegeben hat, bevor es Leben gegeben hat und wie das Leben im Universum entstanden ist. Die Wissenschaft ist keine Grenze und die Wissenschaft nicht kann überschreiten. Wir müssen zum Beweis Leben einen künstlich reproduzieren. Es langt, wenn man aufgrund von dem, was man beobachten kann, eine stimmige Theorie aufstellt, die sich nahtlos ineinander fügt, ohne Widersprüche, und mit dann ein fehlerfreies stimmiges Gesamtbild kann erzeugen, auch wieder kann überprüfen. Ein Schöpfergott hingegen könnte die Wissenschaft eindeutig nachweisen, wenn es einen gibt. Da bin ich überzeugt. Der einzige Grund, warum die Wissenschaft Gott noch nicht entdeckt hat, ist, weil es keinen Gott gibt. Gäbe es einen Gott, müsste man das. Und es gäbe weder Glauben noch Religion. Die Existenz von Religionen, und das im Plural, ausdrücklich im Plural, ist der klarste, für mich der klarste und eindeutigste Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Nach jede Grenze, die Gläubigen der Wissenschaft haben wollen setzen,
ist von der Wissenschaft gnadenlos überschritten worden. Ich erinnere mich dabei an ein Buch, das ich vor langer Zeit gelesen habe. Von Stephen Hawking. Hawking in seiner kurzen Geschichte von der Zeit beschreibt er eine Anekdote, als er an einer Konferenz im Vatikan war. Und dort hat der Papst ihnen gesagt, mittlerweile akzeptiert die katholische Kirche den Urknall, aber das, was vor dem Urknall war, das ist dann der Kirche vorbehalten. Lasst das in Ruhe. Zu diesem Zeitpunkt hat der Hawking selber schon an der Zeit vor dem Urknall geforscht. Und dazu kommt halt, dass es gar keine Alternative zur Wissenschaft gibt. Angenommen, die Wissenschaft hätte tatsächliche Grenzen, die sie nicht überschreiten können, dann würde das bedeuten, dass kein Mensch auch nur irgendeine Aussage darüber machen kann, was jenseits von dieser Grenze ist. Jenseits von der Wissenschaft ist nur wir wissen. Nur die Wissenschaft bietet eine zuverlässige Methodik, die durch Forschung, Theorie, Experiment, Formeln, die Wahrheit kann erarbeitet werden. Wenn in der Wissenschaft zwei Experten, das ist ein wichtiger Punkt, unterschiedlicher Meinung sind, dann gibt es eine klare Methode, wie definitiv und sicher kann entschieden werden, wer von beiden das Recht hat. Und der Verlierer beugt sich den Fakten vom Resultat. Schon häufig haben Wissenschaftler müssen ihre Überzeugungen aufgeben. Zum Beispiel, wenn wir schon beim Einstein sind, der Einstein statische Universum müssen aufgeben. Und er hat Durkheim-Theorie zuerst nicht akzeptiert, bis bei uns da gewesen sind. Das ist keine Schwäche von der Wissenschaft, das ist eben ihre grosse Stärke. Im Glauben und in der Religion hingegen, die bieten nichts, was dem nachkommen würde. Wenn ein Muslim und ein Christ sich darüber streiten, ob Jesus Gottes Sohn ist oder nur ein einfacher Prophet, gibt es keine Möglichkeit, jemals diesen Streit zu entscheiden. Das heisst, die Religion taugt eben zu nichts. Auch nicht dort, wo die Wissenschaft keine Antwort hat, kann die Religion immer noch keine Antwort geben. Bei einem Widerspruch von zwei religiösen Aussagen kann man eben nicht klar entscheiden, welche das korrekt ist und welche falsch ist, oder überhaupt eine korrekt ist. Und die Wissenschaft kann genau das. Die Wissenschaft ist auch keine Weltanschauung, bin ich unterstellt, sondern die Wissenschaft ist die Basis der Weltanschauung. Weltanschauungen können und müssen sich ändern, wenn sich die Fakten ändern. Weltanschauungen sollten eigentlich ein Faktenbunden sein, auch wenn das immer wieder mit grossem Widerstand verbunden ist. Ich bin Atheist, weil das die einzige logische Konsequenz ist aus allen mir bekannten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wenn mir jemand etwas anderes beweisen kann, bin ich offen. Wenn mir jemand Gott beweisen kann, dann werde ich sofort zum Test. Aber eins bin ich ganz sicher nie, gläubig. Wenn ich einen Gott in mein Weltbild aufnehme, dann nicht, weil ich daran glaube, sondern weil er durch klare Fakten bewiesen ist. Und Beweispflicht liegt bei dem, der die Behauptung aufstellt, es gibt einen Gott. Eines der Schlüsselgeschichten, die er hat in seinem Buch, ist der Tante Mathilda in der Kuchen. Im Kapitel 2 bringt er Lennox die Parabel von der Tante Mathilda in den Kuchen. Damit meint er, wer einen Kuchen sieht, weiss, dass der Kuchen von jemandem gemacht worden muss sein. In diesem Fall ist der Kuchen von der Tante Mathilda. Und auch ohne Tante Mathilda zu sehen, können wir wissen, dass es Tante Mathilda muss geben, die den Kuchen gemacht hat. Eine Abwandlung davon, er tut sich gerne repetieren, ist, dass man von einem Auto auf den Henry Ford schliessen kann. Daraus zieht er den Schluss, dass wenn wir die Welt sehen, können wir daraus schliessen, dass es einen intelligenten Schöpfer geben muss, der die Welt gemacht hat. Da gibt es eine ganze Reihe von Denkfehlern. Wir können nur darum vom Kuchen auf die Bäckerin schliessen, weil wir wissen, dass Küchen backen werden. Wir können nur vom Auto auf die Autobahn schliessen, weil wir wissen, dass Autos in Fabriken gebaut werden. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die Kuchen backen oder Autos bauen. Wir wissen auch, was Menschen sind. Diese Schlussfolgerung basiert auf Sachen, die wir kennen. Wir erklären das Unbekannte, also die Herkunft von Kuchen auf dem Auto, mit etwas Bekanntem, Bäckerin oder Autobauer oder einem Mensch. Der Lennox hingegen erklärt das Unbekannte, die Herkunft von der Welt, mit etwas noch viel Unbekannterem, Gott, noch damit ist heute erklärt. Außerdem fragen wir auch danach, und das ist jetzt auch wieder der wesentliche Punkt, den ich schon ein paar Mal gesagt habe, woher das die Menschen kommen. Wer sind die Tante, ist Tante Mathilda? Was ist das für eine Person? Wann ist sie geboren? Wo? Ist sie Bäckerin von Beruf oder als Hobby? Wer sind ihre Eltern? Wie ist Tante Mathilda entstanden? Woher kommen die Menschen? Welche Regeln unterliegen die Menschen? Ich habe noch nie einen Christ gehört fragen, was Gott ist, woher Gott kommt, wie Gott entstanden ist. Oder gar, welche Regeln, dass Gott untersteht. Wir unterscheiden in unserem Sprachgebrauch ganz bewusst und völlig zu Recht zwischen dem, der eine intelligente Lebensform geschaffen hat, dem sagen wir künstlich. Und dem, der nicht geschaffen worden ist, dem sagen wir natürlich. Wenn man einen Kuchen sieht, denkt man an den Schöpfer vom Kuchen. Wenn man einen Stein sieht, denkt niemand an den Schöpfer.
Vielleicht denken wir an Geologie, die der Stein gebracht hat, an Druck in den Meerdinner, an die Lava, an die Plattentektonik. Aber eben, der Lennox, wenn er schon so gerne so viel schwätzt, sollte sich vielleicht mal ein paar Gedanken über die Sprache machen. Also wenn wir etwas sehen, egal was, können wir immer nach den Ursachen fragen. Aber was falsch ist, ist, wenn wir eine bestimmte Ursache als einzige Möglichkeit zwingend voraussetzen. Also wenn wir sehen, dass die Welt da ist, dann müssen wir uns überlegen, woher kommt die Welt. Und wir müssen uns überlegen, wer hat die Welt erschaffen. Weil das ist ja schon eine Vorentscheidung, die man dann trifft. Und wenn man dann bei der Suche nach der Ursache der Welt auf einen Gott stößt, dann gibt es einen Gott. Aber bis heute hat die Wissenschaft bei ihrer objektiven Ursachenforschung noch nie einen Gott gefunden. Letztlich also läuft die Parabel auf folgende falsche und unbegründete und unbewiesene Behauptung raus. Alles, was existiert, muss ein Götter und muss einen Schöpfer haben. Und diese Annahme ist schon in sich logisch falsch. Weil wenn alles geschaffen worden ist und alles einen Schöpfer braucht, das ist dann mit dem Schöpfer selber. Wer hat den Schöpfer erschaffen? Und wer der Schöpfer vom Schöpfer? Also, die Aussage in der Parabel muss eigentlich falsch sein, weil sie führt in eine unendliche Regression. Fakt ist, mit oder ohne Schöpfer, irgendwie muss irgendwann immer etwas entweder ewig sein oder aus dem Nichts kommen. Eine andere Möglichkeit sehe ich auf jeden Fall nicht. Dabei ist Gott aber eine absolut überflüssige These. Wir Menschen haben bei all unseren Untersuchungen zwar Naturgesetze gefunden und nachgewiesen, aber noch nie einen Gott. Darum ist es eine naheliegende Annahme, wenn wir sagen, dass Naturgesetze entstanden sind oder dass Naturgesetze in irgendeiner Form ewig sind. Jetzt, wie kommt die Information in die DNA? Bei vielen Christen stellt der Lennox auch die Frage, wie die Information in die DNA kommt. Dabei übersieht er eine wichtige Frage. Für ihn ist natürlich Gott die Antwort, aber da übersieht er eine wichtige Frage. Nämlich, wenn Gott die Information in die DNA bringt, wie ist dann die Information in Gott gekommen? Dass er sie später in die DNA pflanzen konnte. Auch da begann er den Fehler von der unendlichen Regression, den er nur mit einem zweiten zusätzlichen Postulat auflösen kann, der aber genauso falsch ist. Wenn Gott die Information erschaffen hat, ohne dabei selber auf Information zurückzugreifen, dann ist ja gleich einmal Information aus Nicht-Information entstanden. Das heißt, und wenn die Information schon ewig in Gott war, dann ist Gott von der Information beherrscht und nicht ihr Schöpfer. Auch die Annahme, dass Gott mit der Information identisch sein könnte, bringt das nicht weiter. Weil Gott muss mehr sein als die reine Information. Weil er kann denken, außerdem agiert Gott, indem er das Universum geschafft hat. Also braucht er noch so etwas wie Gleitmasse oder ein Werkzeug zum Handeln. In der Bibel steht, also laut Bibel muss Gott mindestens so etwas wie ein Maul haben, um aus seinen Wörtern Wirklichkeit werden zu lassen. Also ist Gott, der Gott von den Kreationisten, im Minimum Information, plus Intelligenz, plus ein Sprachorgan. Aber das sind jetzt meine eigenen Überlegungen, so weit denkt der Lennox leider nicht. Im Gegensatz zu der wilden Behauptung von Lennox wissen wir, also, dass aus der Evolution sehr genau mit Informationen in DNA kommt. Nämlich durch einen ungeleiteten, auf den Naturgesetz beruhenden natürlichen Prozess. Da hören wir nachher von ihm mehr, da kann ich kürzen. Im Wesentlichen repetiert der Lennox im Buch auch die Sache mit den 4 Abstimmungen, die wir wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Naturkonstanten erscheinen uns so aufeinander abgestimmt, dass wenn wir sie ein bisschen verändern würden, dass dann unser Universum nicht existieren würde. Jetzt ist der Punkt. Das ist so ein Argument, dass man sagt, es muss der Gott das ausgerichtet haben, damit es so genau stimmt. Das ist nur ein Gott von der Lücke. Das heisst, Gott ist da nichts anderes als ein Lückenfüller. Wenn wir etwas nicht wissen, dann müssen wir das Wissen uns mit wissenschaftlichen Methoden aneignen. Nicht einfach Gott als vermeintlich bequeme Lösung postulieren. Damit versteift man sich dogmatisch auf eine vermeintlich einfache Antwort, bevor man die Sache überhaupt untersucht und die Antwort gefunden hat. Es kann verschiedene Gründe geben, warum es so aussieht, wenn Naturkonstanten aufeinander abgestimmt werden. Vielleicht gibt es tatsächlich die Multiversen, die wir gesagt haben, dass man halt dann einfach in einem, wenn unendlich viele Universen können existieren können, dann existiert auch eines, wo wir drin leben können. Es kann aber sein, dass vielleicht Universen auf Universumstufen so eine Art Evolution durchgemacht haben. Das ist jetzt reine Spekulation. Und dass vielleicht die bevorzugt werden, die so aussehen. Oder aber, es gibt irgendwie das Naturgesetz, das man gar nicht kennt und die Konstanten können gar nicht anders sein. Die haben vielleicht einen Zusammenhang. Aber wir wissen es nicht. So oder so ist alles reine Spekulation. Und solange wir es nicht wissen, müssen wir es erforschen und nicht etwas glauben.
Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema vom Abend, nämlich Mikroevolution versus Makroevolution. Sagst du etwas dazu? Ja. Gut, dann kann ich das weglassen. Aber das ist einer der wesentlichen Punkte, die er vorbringt, einer der grösseren. Aber ich glaube, da kann ich das dir überlassen, wenn du es mir gesagt hast, sage ich es am Schluss noch. Dann also ein paar weitere Fehler. Ja, der Lennox schließt von Zeichen auf die Indizien. Also unsere Existenz ist für ihn ein Indiz auf Gott. Das ist eine gültige Schlussfolgerung. Und wenn wir ein Indiz auf Gott sind, auf was ist dann Gottes Indiz? Aus unserer Existenz kann man lediglich schliessen, dass es etwas muss geben hat, das dafür gesorgt hat, dass wir da sind, aber dass etwas muss eine Intelligenz sein. Im Kapitel 3 behauptet der Lennox die Wissenschaft betreibe Reduktionismus. Das ist dann falsch, wenn man damit implizit unterstellt, und das ist bei ihm immer ein bisschen, dass man das Gefühl hat, er will etwas implizit unterstellen, dass Reduktionismus etwas mit Reduktion im Sinne von Weglassen zu tun hat. Aber Wissenschaft umfasst alles ohne Einschränkungen, sie lässt nichts weg. Wissenschaft forscht ohne Einschränkungen in allen Bereichen und sie ist auch offen für jede Form der Wahrheit. Also wenn man irgendwie einen Gott würde brauchen als wissenschaftliche Theorie, um etwas zu erklären, dann kennt halt der Gott dort die. Aber der müsste nachher auch nach wissenschaftlichen Kriterien aufgebaut sein. Das wäre relativ schwierig. Aber wenn es zwingende Gründe gibt für so einen Annahme, dann wird die übernommen. Es gibt ja kein Dogma. Warum das die Wissenschaft mehr oder weniger auf einem Reduktionismus landet, das heisst, dass alles quasi mit Naturgesetzen erklärbar ist, ist eigentlich, weil sich das bewährt hat, nicht weil man das als Dogma vorausgesetzt hat. Was ist denn jetzt wieder los? Irgendwie tut er gerne abstellen. Ja, du bist so wie Papier. Genau. Ja, oder auf den Knopf. Gut. So. Also mit dieser Kausalität, mit diesen gesetzmäßigen Zusammenhang auf kausal-deterministische Ereignisse, das ist kein Dogma, sondern das bringt uns eigentlich unser umfassendes Weltbild, das wir haben. Das passt alles zusammen. Darum hat man es so. Sogar die Warum-Frage wird beantwortet, das habe ich schon mal gesehen. Gesagt, es gibt kein grösstes Warum im Sinn, wie es die Gläubigen dogmatisch voraussetzen, sondern das Warum ist eigentlich, warum gibt es Leben, es gibt eigentlich Leben, weil es Leben kann geben. Die frohe Botschaft von der Realität lautet darum, der Mensch darf seinem Leben selber in den Sinn geben, und zwar so, wie es ihm am besten gefällt. Und nicht so, wie irgendjemand ihm das vorschreibt. Im Kapitel 4 zitiert er Eugene Huy, und Roger Penrose, der sagt er, mit ähnlichen Textstereos, und der steht beim Penrose zum Beispiel, in der Tat muss die Übereinstimmung zwischen Mathematik und Physik einen äußerst tiefliegenden Grund haben. Ja, natürlich. Mathe ist nichts anderes als Sprache, ein bequemes Werkzeug, ein Instrument, das von der Physik gebraucht wird. Genauso gut können wir sagen, in der Tat muss die Übereinstimmung zwischen der deutschen Sprache und Kants Philosophie einen äußerst tiefliegenden Grund haben. Das sind alles nur so billige rhetorische Floskeln. Wer die falsche Frage stellt, kommt dann die falschen Antworten über. Die eine Kapitelüberschrift fragt er, und die, die immer auf die Uhr schauen, ich bin 5 Minuten fertig. Die eine Kapitelüberschrift schreibt er, schließt die Evolution Gott aus? Nein, die Evolution schließt Gott nicht aus, aber sie braucht ihn nicht. Und das ist genau der gleiche Fehler, wie wenn die Leute sagen, wenn Gläubige sagen, auch Atheisten glauben, es gibt keinen Gott. Das ist falsch. Atheisten glauben nicht, es gibt keinen Gott. Atheisten glauben nicht, dass es einen Gott gibt. Das ist ein feiner, aber extrem wichtiger Unterschied. Und es ist der gleiche Unterschied. Neben dem, dass Atheisten nicht glauben, dass es einen Gott ist, glauben Atheisten auch nicht, dass Zahnfee existiert oder dass Hexen in der Walpurgisnacht auf Fässer reiten. Im Kapitel 5 gibt es ein Unterkapitel mit dem Titel «Die Frage, die nicht gestellt werden darf». Und auch der Titel suggeriert natürlich wieder, dass die Wissenschaft gewisse Sachen a priori ausschließt. Und das ist auch wieder falsch. Aber nicht jede Frage, man darf jede Frage stellen in der Wissenschaft, aber nicht jede Frage ist genau gleich sinnvoll. Und wenn jemand natürlich eine dumme Frage stellt, also eine Frage stellt, die quasi unterstellt, dass die gängige wissenschaftliche Theorie falsch ist, es gibt ja noch Suggestivfragen. Und das war eine Suggestivfrage dort. Wenn jemand natürlich so eine Suggestivfrage hat, dann muss er die sehr gut begründen, sonst macht er sich lächerlich. Selbstverständlich ist sie nicht begründet. Gut. Der Lennox kann sich die Entstehung aus toter Materie nicht erklären, also kann es nicht so sein. Aber das ist natürlich ein typisches Argument um die Ratio. Also nur weil man etwas nicht versteht, heisst das nicht, dass es nicht so kann sein.
Biologie hingegen kann sehr wohl erklären, wie das Leben aus toter Materie entsteht. Das hören wir nachher auch noch von dir, gell? Gut, dann ist das weg. Ja, in der Naturwissenschaft geht es darum, Beobachtungen zu machen. Aus diesen Beobachtungen Theorien abzuleiten und dann zu versuchen, die gefundenen Theorien zu widerlegen. Je länger eine Theorie nicht widerlegt werden kann, desto wahrscheinlicher ist sie richtig. Die Religionen machen eben genau das Gegenteil. Sie verbieten den Zweifel und an ihren Behauptungen. Und religiöse Ansichten genügen nicht den Anspruch von einer wissenschaftlichen Theorie. Darum kann man auch irgendwie eine Schöpfung mit der Evolution vergleichen. Das geht gar nicht. Das sind ganz andere Ebenen. Und dann im Vergleich zum Lennox sind ewige Drehen um Pseudo-Argumente und repetitive Wiederholungen, ist doch das Lesen von Gotteswald sehr spannend gewesen für mich. Zwar hat er nichts darin geschrieben, der Richard Dawkins, wo ich nicht schon vorher gewusst hätte, aber er hat sehr gut zusammengefasst. Und ich kann das Buch wirklich jedem also wenn ihr die Wahl habt, ein Buch zu lesen, lesen das. Ihr findet mehr oder weniger die gleichen Argumente wie da, nur ja. Gut. Auf jeden Fall sind da wenigstens Kapitel klar strukturiert und es hat pro Punkt hat es genau ein Thema. Das Fazit. Meiner Meinung nach ist John Lennox ein Schwätzer, ein Rhetoriker, der ein dickes Buch mit viel heißer Luft und wenig Substanz gefüllt hat. Seine wesentlichen Fehler waren, er postuliert den Gott, ohne ihn seine Fragen zu erklären und zu sagen, woher seine Intelligenz kommt. Die Frage ist nicht, ob ein Gott als Erklärung ausgeschlossen wird, sondern ob es für eine Erklärung zwingend einen Gott braucht. Und wenn ja, bitte genau definieren, was für einen. Er denkt nicht zu Ende und versteht seine Logikfehler nicht. Wenn alles erschaffen worden sein muss, wer hat dann den Schöpfer geschaffen? Wenn der Schöpfer nicht erschaffen war, wieso muss dann alles andere erschaffen sein? Er bewirft sich in unzulässiger Weise auf die Autoritäten, aber auch nicht dort, wo sie seine Theorien stützen. Er widerspricht der aktuellen wissenschaftlich anerkannten Position in Physik und Biologie und das, obwohl er wirklich keine Kompetenz hat in diesen Gebieten. Jeder darf jede wissenschaftliche Aussage widersprechen, das ist kein Problem. Aber dann macht man das nicht in einem populistischen Buch, sondern man muss nicht die gläubigen Christen überzeugen und das in einem christlichen Verlag drucken, sondern man muss die Wissenschaftsgemeinde überzeugen. Und wenn die nachher seine Theorien übernimmt, dann hat er recht gehabt. Und wenn sie es ablehnt, dann hat er wahrscheinlich nicht recht gehabt. Die Wissenschaft ist doch immer offen für Korrekturen, weil sie hat den Korrekturmechanismus eingebaut. Also, genau, er unterstellt seine Gegner, sie sind nicht objektiv und der wird auf Dogmen basieren. Aber der Einzige, den ich gefunden habe, der da nicht objektiv ist, ist er selber. Der Einzige, der von Dogmen getrieben ist, ist der John Lennox. Er hat seine Vorstellung, dass die Welt muss von einem Gott, dass es einen Gott muss geben, weil es irgendwie sein Glauben ist und nicht was. Dann tut er alles darauf basieren. Und durch das ist er auch nicht mehr in der Lage, logisch klar und konsequent zu denken. Ich finde es beschämend, dass ein Professor von der Mathematik nicht klar denken kann und das Buch schreibt wirklich von vorne bis hinten eine Aneinanderreihung von den gravierendsten Denkfehler ist. Leider bestätigt das mein Vorurteil. Glauben besiegt zu denken und wer glaubt, hat aufgehört zu denken. Ja, ich empfehle euch darum, sparen euch die Zeit und kaufen das. Danke vielmals. So.